Ende April. Es ist Herbst in Uruguay. Die Temperaturen liegen an diesem Morgen bei knapp 7 Grad. Ein paar Männer sind schon unterwegs. Es sind Peones, Viehtreiber. Noch gibt es hier 11 Millionen Schafe, 8 Millionen Rinder und 500.000 Pferde. Doch die wirtschaftliche Situation ist schlecht. Nur wenige Peones haben noch eine feste Anstellung. Wie lange wird es diesen traditionellen Beruf noch geben? Néstor Travieso ist ein Peón. Er ist Vorarbeiter auf der Estancia El Guacharbo, etwa 180 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Montevideo. Seit Generationen steht seine Familie im Dienste von Großgrundbesitzern. Traviesos ältester Sohn Fabio arbeitet seit 7 Jahren an der Seite seines Vaters. Auch der zweite Sohn, der 16-jährige José, ist schon dabei. An diesem Morgen werden die Rinder gezählt und medizinisch versorgt. Néstor hat die Verantwortung für die Tiere. Fehlt eines, ist er es, der sich vor dem Estanciero verantworten muss. Die Kunst, einzelne Tiere aus der Herde zu holen, erfordert viel Übung und Geschick. Dieses Kalb hat ein vereitertes Auge. Néstor muss es behandeln. Eine nicht ungefährliche Situation, denn immer wieder kommt es vor, dass eine Mutterkuh angreift, um ihr Kalb zu beschützen. Bei ihrer Arbeit sind die Männer besonders auf die Hilfe ihrer Pferde und Hunde angewiesen. Néstor Travieso hat seine Tiere sehr sorgfältig ausgebildet. Gerade für das Training der Pferde benötigt er mehrere Jahre. Es gibt Pferde wie auch Menschen, die intelligent sind und andere, die sich etwas dumm anstellen. Manche Pferde lernen mit hoher Geschwindigkeit. Du machst so und schon sind sie drüben und warten, wo es hingehen soll. Und es gibt andere Pferde, denen man erst die Peitsche zeigen muss. Manche muss man sogar mit der Hand auf den Hals schlagen, damit sie verstehen.